Hallo, ich bin's mal wieder, Sven, Sven Marx, Sven Globetrotter, da mich einige kennen. Wir sind gerade zurück vom Mammutmarsch. Warum wir den Mammutmarsch gemacht haben und wie es uns erging, erfahrt ihr jetzt in dem kleinen Video. Am Ende, nach dem Abspann, stelle ich auch noch meine Ausrüstung vor, damit ihr seht, was ich so mit hatte. Ja, und mir bleibt mal wieder nur eins zu sagen: Willkommen in meiner Welt. Erde, In der Nordstadt. Feuer, Warum der Mammutmarsch? Im Sommer 2023 bin ich hier aufgebrochen zum Nordkap. Auf dieser Tour habe ich mir mein rechtes Bein ziemlich überbelastet und habe damit immer noch zu tun. Wen es interessiert, ich verlinke euch mal die Playlist zu der Tour hier oben. Ja, und da ich im Sommer 2024 von Berlin nach Paris laufen möchte, muss ich gucken, was geht mit meinem Bein noch, denn ich will dort wieder zu den Paralympics und möchte mir das Ganze angucken und muss sehen, was geht nicht. Annette, warum kommt Annette mit? Annette ist einfach mitgekommen, weil sie gesagt hat, ich unterstütze dich. Mit vielen Leuten habe ich echt Probleme. Durch meinen Tumor im Kopf ist mein Sichtfeld ja ziemlich eingeschränkt. Und wenn es dann gegen Abend geht, dann ist es einfach so, dass ich durch die vielen Lichter in der Stadt richtig Probleme bekomme. Und da ist es schon gut, wenn mich jemand führt. Grundsätzlich muss ich sagen, obwohl solche Veranstaltungen nichts für mich sind, fand ich die Organisation cool, die Atmosphäre war sehr cool. An der einen oder anderen Stelle, an den Verpflegungspunkten, hätte ich ein bisschen was anders gemacht, weil durch die vielen, vielen Leute, die dort auftauchten, ist es dann doch echt ein bisschen chaotisch. Vielleicht ein bisschen mehr Personal, aber ich habe gesehen, sie brauchen auch immer noch Leute zur Unterstützung, die waren wahrscheinlich nicht da. Grundsätzlich eine tolle Sache und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei unserer Tour. So, da wir 30 machen, müssen wir hier abbiegen. Hier teilt sich das alles ein bisschen. Zack, guckt mal, die da geradeaus laufen in die Richtung. 55 und alle, die hier lang gehen, 30. Ja, die ersten 5 Kilometer sind gemacht. Jetzt hat sich die Gruppe auch geteilt nach 2 Kilometern. Jetzt habt ihr ja in den Bildern gesehen. Ich bin gespannt. Bis jetzt ist echt der Verlauf cool gewesen. Ich bin wieder mal in Ecken in Berlin, wo ich noch nie war. Und das als Berliner. Die Stadt ist einfach viel zu groß. Erste Pinkelpause. Annette, die muss sich anstellen. Ist wie überall, wo viele Frauen auf Toilette müssen. Was ist dieses Phänomen? Ich weiß es nicht. Frauen gehen ja nicht öfter pinkeln als Männer. Im Gegenteil, ich gehe öfter als meine Frau. Warum sind die Damentoiletten immer voll? Wer weiß, schreibt es in die Kommentare. Gut, ich bin erstmal wieder weg. Ich bin hier der gemütliche Wanderer. Pause hier, Pause da. Beim Mammutmarsch geht das aber nicht. Es ist ein Zeitlimit gesetzt. Ja? Und ja, und dass Annette immer vorneweg ist, ob beim Radreisen oder beim Wandern, ist für mich super hilfreich. Sie zieht. Der erste Verpflegungspunkt ist erreicht. Die ist wie immer vorne weg. Die weiß nicht, wie die Frau das macht. Ist 1000-mal schneller als ich. So, jetzt kriegen wir uns das hier mal an. Die Toilette ist auch gut. Die werden wir mal als allererstes nehmen. Wo sind wir denn hier? Los Charlotte.
Tja, jetzt kommen wir gleich ins Stadtzentrum, also wirklich nach Mitte. Und dann, ja, eigentlich wieder zurück zu Lauf. Jetzt haben wir, denke 18, 19 Kilometer. Bis jetzt ist mein Bein noch alles gut. Aber nicht jetzt nicht so gut. Die hat schon heute früh eigentlich gekränkelt. Ist nur mitgekommen, um mich zu unterstützen. Jetzt bin ich mal gespannt. Sie wird bestimmt bald aussteigen. Und für mich halt so, für mich ist es dann wirklich manchmal das Fernsehen. Fernsehturm, Kanzleramt, wir sind mitten in der Stadt. Wartet mal, ich drehe mal. Zick. Kriegt mal da ganz hinten, sieht man bestimmt. Also. Knapp 20 Kilometer. Wir hören jetzt auf. Annette ist eigentlich nur mitgekommen, weil sie mich unterstützen wollte, weil ich sie gefragt habe, ob sie mitkommt, gerade abends, wenn es dunkel wird. Und jetzt hat sie aber Probleme mit ihrer Schulter wieder und mit ihrem Bähnchen. Jetzt hat sie schon einen Urlaub gehabt. Gut, ich gehe jetzt mit ihr mit, weil es wäre doof, wenn ich weiterlaufen würde, weil sie ist ja extra wegen mir hergekommen. Und deswegen brechen wir jetzt Bäder ab. Ja, die letzten 10 Kilometer, keine Ahnung, ob ich die geschafft hätte oder nicht. Bis dann. Tschö. Tschö. Sehr schade, aber dafür gibt es da dann auch Kugel. Cappuccino. Und dann ist durchgefroren, glaube ich. Bist du durchgefroren noch? Du siehst so aus. Und wie angekündigt am Anfang des Videos, habe ich mir hier mal die Liste ausgedruckt vom Mammutmarsch, was der Veranstalter vorgibt, was man mithaben sollte. Wasserflaschen oder Trinkblase, empfohlen 3 Liter. Trinkblase habe ich im Rucksack, kommen wir gleich nochmal zu. Hatte 2 Getränke mit, zuckerhaltig, um ein bisschen Energie zurückzugewinnen. Die sind natürlich beide leer. Dann haben wir geeignete Schuhe. Geeignete Schuhe, da habe ich meine Meindl mit, mit denen ich auch zum Nordkap hochgetappelt bin. Was ich da zusätzlich noch mit habe, sind ein paar andere Dinge wie Blasenpflaster, was ich eigentlich nie nutze. Aber hier drin habe ich noch eine Nadel, die ist hier eingepackt. Und Bindfaden. Aus dem Grunde, wenn ich eine Blase kriege, dann ziehe ich mir da einen Faden durch und diesen Faden nutze ich praktisch als Drainage fürs Wundwasser. Ich habe da mal ein Video zu gemacht, ihr verlinkt das mal hier oben und dann könnt ihr euch das noch mal angucken, wie das dann aussieht. Ha? Gut, das ist das eine. Dann habe ich grundsätzlich, um dem vorzubeugen, immer noch ein paar Socken mit und andere Einlegesohlen. Da gucken mal viele Leute, andere Einlegesohlen, na klar, aber die saugen sich ja auch irgendwann voll mit Schweiß und sind nass. Das hast du dann gleich wieder in den Socken. Das nutze ich auch, wenn ich nasse Füße habe, wenn mir wirklich die Schuhe mal abgesoffen sind. Weil so trocknen die Schuhe auf jeden Fall wieder schneller. Ha? Als wenn ich die ganze Zeit nur so trage. Gut, dann ausreichend Verpflegung. Ganz klar. Kekse. Ja, und Schokoriegel. Davon habe ich jetzt auch schon ein bisschen was gegessen. Das war eigentlich doppelt so viel.
Gut, was jetzt kommt, ein ausreichender Rucksack, möglichst leicht. Ich habe jetzt hier einen relativ großen gewählt, ganz einfach, weil ich den mal testen wollte. Ja? Das ist mein neuester Router. Den habe ich mir schon zugelegt für meine Tour nach Paris im kommenden Sommer. Der 30 Liter, den kann ich euch auch mal hier unten verlinken noch. 30 Liter. Der soll meinen Militärrucksack ersetzen, weil ich bin ja dann ziemlich zivil unterwegs. Dazu mache ich aber auch noch mal ein extra Video, warum jetzt diesen Rucksack und kein Militärrucksack mehr, die ich hier eigentlich am liebsten nutze, weil man kann sie am besten bestücken. Und hier ganz klar noch Stöcke dran. Die brauche ich einfach in vielen Situationen, in der Stadt nicht so oft, aber es sollte ja die Wanderung bis abends gehen eigentlich, und dann wäre es ab 4 dunkel geworden, und dann brauche ich die einfach wirklich, um, ja, um mich besser stützen zu können. Gut, das war der erste Teil der Liste. Ausreichend Verpflegung hatten wir, Regen und Sonnenschutz. Ja, Sonnenschutz, den hatte ich nur so mit, den habe ich so im Rucksack. Das ist hier eigentlich mein Mückenschutz. Und bis 20 geht der auch noch für Sonnenschutz. Zack, natürlich hat den Hut auf. Und ansonsten, wer mich kennt, weiß, ich habe immer lange Sachen an, einfach um mich wirklich zu schützen vor der Sonne, weil ich auch noch schwarzen Hautkrebs habe. Regenschutz, ganz klar. Auch wieder hier, wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich ein Freund von Ponchos. Finde ich hier in der Stadt aber völlig überdimensioniert. Den Link mache ich mal ein Bild rein, wie ich dann wirklich aussehe. Und deswegen habe ich hier eine Regenjacke genutzt. Klassische Regenjacke, die nutze ich eigentlich immer zum Radfahren. Ja, und einfach einen Schirm. Völlig ausreichend für die Stadt, ja, für so einen Mammutmarsch. Gut. Jetzt Smartphone, ganz klar. Smartphone hat jeder in der Tasche. Brauchst du auch beim Mammutmarsch zur Navigation. Wichtig, darauf legen sie Wert. Ja, und eine klassische Powerbank. Die habe ich auch immer im Rucksack. Und da habe ich dann sogar hier immer gleich ein Kabel raus, damit ich die das Telefon oben dann in eine kleine Tasche stecken kann. Ich kann es immer gleich rausholen zum Gucken und habe dann auch gleich den Strom da dran. Gut, Powerbank, Stirn-Taschenlampe. Dann nutze ich meine Rolex. Die habe ich seit vielen Jahren. Die hat verschiedene Stufen. Einmal ganz hell, ein bisschen dunkler. Rot, ganz klar für den Wald. Hä? Und hier der Klassiker. Die habe ich eigentlich schon seit vielen Jahren dabei. Die kannst du wieder aufladen. Finde ich sehr angenehm, diese Lampe. Und was hier gut ist, dieses Gummiband ist echt extrem gut. Es leiert nicht so schnell auf. Ihr habt schon ganz oft Lampen gehabt, preiswertere, wo das Gummiband irgendwann ausgeleiert ist. Ja, die Stirnlampe einfach, falls es wirklich ins Dunkel geht. Oder manche Leute ja bei einem 100 Kilometer, der nicht dabei war, die ganze Nacht durchlaufen. Dann dazu kommt Behälter für Snackaufnahme. Da habe ich keine Behälter. Ich nutze schon seit vielen, vielen Jahren einfach mal von Müsli die alten Tüten. Oder wie hier, die habe ich auch noch drin. Wenn irgendwas ein bisschen feuchter ist, dann schließt das besser. Einfach so eine Frierbeutel. Behälter für Snacks. Was gab es da? Gurken, die hätte man dann in den Behälter machen können. Würstchen, es gab da schon einiges. Was ich da ein bisschen bemängel, ist, durch die Riesenanzahl von Leuten, da stand dann Ketchup und Senf, das stand dann auf einem Tisch, das konntest du dir selbst anrichten, so Hotdogs, echt cool mit Zwiebeln. Gurke, aber sah da natürlich katastrophal aus. Also da, finde ich, müsste sich einer drum kümmern, damit die Leute nicht den Eindruck kriegen, naja, jetzt habe ich hier 50 Euro bezahlt und habe dann hier so ein Chaos. Finde ich persönlich eine ganz eigene Geschichte. Gut, Behälter, Becher,
Da habe ich natürlich meinen Becher, den ich immer mit habe. Den liebe ich. Guckt mal hier, ich habe auch einen Büchsenöffner mal noch mit dran. Und ja, der ist schön leicht. Mit Deckel. Etwas größer. Ihr habt ja auch noch einen kleinen, den hat er nicht gestern gehabt. Mit dem Ding bin ich schon ewig unterwegs. Gut, Sonnenschutz, Kälteschutz. Kälteschutz, Handschuhe. Wenn ihr mit den Stöcken gelaufen wäre, dann sind Handschuhe ganz praktisch. So warm war es gestern nicht, 12, 13 Grad oder so. Dann hier mein langes Merino, das ist ein dickes, das ist eigentlich vollkommen ausreichend. Da drüber ein Windbreaker, der ist ganz dünn, echt dünner Stoff, aber der macht das, was er soll, den Wind brechen. Mein Windbreaker und meine Weste, die liebe ich. Cumulus, ich schwöre auf Cumulus und meine Quilts, die sind alle von Cumulus. Liebe ich, die ist super leicht, kann man ganz, ganz klein zusammenknüllen. Die ist dann nicht mal so faustgroß. Echt kurios, das Ding. Ja, habe ich gestern nicht gebraucht. So kalt war es nicht. Sonnenschutz, Wärmeschutz, Essen hatten wir. Das war es eigentlich schon. Grundsätzlich steht drin, dass man rigoros ist bei der Ausrüstung. Ich dachte erst, die kontrollieren es vielleicht. Es hat niemand kontrolliert, nun weiß ich nicht, ob das die Regel ist oder nicht. Ich war das allererste Mal dabei und muss sagen, ja, die Ausrüstung ist durchdacht. Andersrum habe ich aber auch ein paar Leute gesehen, die hatten wirklich nur eine Bauchtasche um. Da frage ich mich, wo die das alles gelassen haben. Also es scheint nicht die Regel zu sein, das zu kontrollieren. Okay, wer mehr wissen will über die Ausrüstung, ich verlinke das mal hier unten noch alles so. Könnt ihr mal reingucken. Ich finde, sie macht Sinn. Für mich Sinn. Es gibt auch ein Video darüber, was ich sage, welche Ausrüstung für wen gut ist. Und guckt euch nichts bei anderen Leuten ab. Ich verlinke das auch mal. Jeder sollte seine eigene Ausrüstung finden. Denn was nutzt es euch, wenn ich euch sage, nehmt das, das, das und das mit. Und ihr habt ganz andere Bedürfnisse. Mein bestes Beispiel ist immer, der eine will abends noch ins Restaurant gehen und braucht dafür einen Anzug, weil er sich dann wohler fühlt. Und der andere nicht. Also jeder muss wirklich seine Sachen finden. Und ihr solltet euch unterwegs auch wohlfühlen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man sich nicht wohlfühlt, weil dann ist so eine Tour ganz schnell abgebrochen. Oder man bekommt den Eindruck, das ist nichts für mich. Ich kenne nur wenige Leute, die die richtige Ausrüstung von Anfang an genutzt haben, die dann sagen, das ist nichts für mich. Natürlich sollte man vorher grundsätzlich wissen, ob irgendeine Sportart was für einen ist. Also nutzt einfach anfangs eine Ausrüstung, vielleicht die ihr euch borgen könnt, um überhaupt mal ins Thema reinzukommen. Okay, das war's jetzt dann aber wirklich. Bis die Tage. Tschüss. We'll be right back.